Der SK Sturm gegen den WRC, 7. gegen 9. 4. Spielminute. Wir steigen direkt ein in die Begegnung. Flanke Geierhofer und da steht es 1:0 für die Steirer aus Graz. Marcel Martinelli eröffnet diese Begegnung gegen Niklas Pichler. Jetzt die 15. Minute, dieses Mal die Wölfe aus dem Lavantal in Ballbesitz und im Angriff. Omic auf Piesinger, der sieht Röcher. Goli kommt raus, aber zu spät. 1:1 Ausgleich. Niklas Pichler trifft zum 1:1. Diese Begegnung wichtig für beide Mannschaften. Der WRC will den Anschluss nicht verlieren. Sturm vor dieser Begegnung noch unter dem Strich. Jetzt bereits 6:1 für Marcel Martinelli, die 82. Minute. Das Spiel ist gelaufen, aber etwas Ergebniskosmetik wäre noch möglich. Stückler auf Ayeti, der spielt ab zu Emega und da steht es 7:1. 6 Tore Vorsprung, klare Angelegenheit in diesem Spiel 1. Marcel Martinelli dominiert Niklas Pichler und gewinnt eben mit 7:1. In Spiel 2 trifft Philipp Gutmann auf Michael Buchleitner. Wir sind in der 23. Minute. Es gibt den tiefen Pass auf Malone. Der Keeper ist draußen und dann ist er viel Platz zum Einschießen. Diese Chance lässt sich Malone bzw. Michael Buchleitner nicht entgehen. 14 Meter vor dem Tor ins kurze Eck. 1:0 für den WRC. Jetzt die 27. Spielminute. Die Grazer im Ballbesitz. Ayeti mit dem Außenrissschuss ins linke Eck, Ausgleich 1:1. Philipp Gutmann gönnt sich einen Schluck aus der Wasserflasche. Vorher waren es 14 Meter, jetzt sind es 14,5 Meter. Dann Philipp Gutmann mit einer dominanten Leistung. 4:2 steht es in der 56. Minute. Aber mit diesem Lupfer kommt Michael Buchleitner nochmal ran. Rückstand verkürzt, nur mehr ein Tor fehlt auf den Ausgleich. 3:4 der Zwischenstand aus Sicht von Michael Buchleitner. Es geht sich am Ende nicht mehr aus. 4:3 der Sieg für Philipp Gutmann. 3 Punkte für den SK Sturm. Die Kontrahenten in Spiel Nummer 3. Nico Felgitscher und Jakob Feigl. Wir sind in der 12. Spielminute. Der SK Sturm in den weißen Dressen über Prass in Ballbesitz. Ball geht zu Emega. Der findet Ayeti abgelegt. Fusini, der flinke Stürmer der Grazer mit dem 1:0. Nico Felgitscher geht in Führung. Dann die 17. Minute, wenige Augenblicke später, der WRC im Angriff über Baribo. Wird hier nicht attackiert, kann dann auf Zaferner ablegen, der gibt wieder zurück zu Baribo auf Malone und der sieht, das lange Eck ist vollkommen offen. Ausgleich 1:1 und damit ist auch die Partie wieder vollkommen offen. . 3:1 steht es dann in der 68. Minute. Sturm führt. Nico Felgitscher mit einer sehr dominanten Leistung. Kann hier den Ball abfangen und dann geht es schnell über Prass. Emega über die rechte Seite. Die Flanke. Ayeti. Und da wäre es fast so weit gewesen. Fast das 4:1. Der daraufhin folgende Eckball. Kurz abgespielt. Fusini auf Teixeira. Mit der Flanke. Wüttrich ins lange Eck. Der erhöht auf 4:1. Das ist die mögliche Vorentscheidung aus Sicht der Grazer. 4:1, dann auch das Endergebnis. Die Grazer holen 3 Siege aus 3 Spielen, 9 Punkte im wichtigen Kampf um Platz 6.